Die Stiftung Christliche Kunst Wittenberg hat ihre Sammlung digitalisiert. Von fast 700 grafischen Arbeiten im Sammlungsbestand sind dabei mehr als 270 Werke der Zeit ab 1860 bis heute nun auch öffentlich auf der Plattform Museum-Digital zugänglich. Hier finden sich unter anderem Werke von Käthe Kollwitz, Edouard Manet, Paul Gauguin, Lesser Uri, Franz Marc, Wilhelm Lehmbruck, Ernst Barlach, Wassily Kandinsky, Max Pechstein und anderen. Dank einer Schenkung von mehreren grafischen Arbeiten durch den Wittenberger Sammler Dr. Gerd Gruber ist die Sammlung im letzten Monat auch noch einmal gewachsen. Im Zuge der Digitalisierung hat nun auch ein bis dahin unbekannter Künstler endlich seinen Namen. Dank der intensiven Recherche von Herrn Dr. Gerd Gruber konnten unsignierte Lithografien um den ungarischen Fautisten Vlomis Berlot Szkaba zugeordnet werden. Weitere Informationen zur Online-Sammlung finden Sie unter der eingeblendeten Website.